Zollenberg, als Radprofi, konnten Sie sich da eigentlich normal ernähren? Nein, ein Radprofi ernährt sich sicherlich nicht normal, weil 10.000 Kalorien, die bei so einer Bergetappe konsumiert werden müssen, das ist sicherlich weit weg von normal. Man fängt morgens schon mit Pasta an, vielleicht noch ein Omelette dazu, noch eine Scheibe Brot, vorm Start dann nochmal ein Müsli und dann den ganzen Tag verteilt auch noch irgendwelche Energieriegel, um dann vom Rad zu steigen, einen Energiedrink zu nehmen und direkt danach im Hotel schon wieder was zu essen. Also man ist den ganzen Tag unterwegs und eigentlich damit beschäftigt, zu fahren und wenn man nicht fährt, zu schlafen oder zu essen, um einfach den Energiehaushalt wieder in die Waage zu bringen. Mythos Nudeln. Es wird ja mal gesagt, die Radsportler essen kiloweise Nudeln. Stimmt das? Also es sind schon viele Kilos, die man da in der Saison zu sich nimmt, aber natürlich Reis, Kartoffeln sind auch gute Kohlenhydratlieferanten, deswegen ist das jetzt nicht nur die Nudel, die gegessen wird. Während so einer Bergetappe, was verbraucht ein Radsportler an Kalorien? Ungefähr 10.000 Kalorien. Pro Etappe? Ja. Ist es denn irgendwann eklig, so viel zu essen? Nee, also man wird sich nicht überessen, weil das natürlich auch nicht gesund ist. Man hat einen sehr guten Appetit, wie man das kennt, wenn man selbst Sport gemacht hat und kann einfach öfters am Tag was Leckeres essen. Mittlerweile haben die Teams natürlich auch Küchenchefs dabei, wo dann jeden Abend auch was Abwechslungsreiches serviert wird. Das war früher noch nicht so. Da gab es dann auch manchmal in Wasser stehende Pasta, die sicherlich nicht so lecker waren. Mhm. Die musste man trotzdem essen, aber wenn es eklig wurde, sollte man es doch dann besser stehen lassen. Wie schwer fällt die Umstellung nach dem Karriereende? Also, dass man morgens keine Pasta zum Frühstück isst, das ist eigentlich relativ einfach. Also da freut man sich dann noch eher aufs Croissant mit dem Kaffee und ganz normal essen zu können. Das war bei mir eigentlich kein Problem. Ich hatte auch nicht den Heißhunger danach, wenn ich jetzt nicht so viel gefahren bin, dass ich dann einfach noch einen ganzen Tag essen musste. Also das war relativ einfach. Ja, danke, Herr Tollen.